In der heutigen Folge klappt das Ganze hier hoffentlich besser. Boah, jetzt sind aber viele Leute da. Da heißt es aufgepasst. Warte mal. Ich habe eine Idee. Man glaubt es kaum, aber ich habe eine Idee. Wo war denn das? Hier, oder? Ja. Nachschubsignal. So. Wir bräuchten ja ein bisschen Muni und so, ne? Supplies requested. Oh. Das ist ein bisschen offensichtlich. Aber die da unten, die checken das schon nicht. Tschüss, Leuchtfackelchen. Signälchen. Mach's gut. Hab viel Spaß da unten. Your surroundings will be easier to see, but that goes for the enemy as well. The guard detail in Soviet outpost changes in the morning too. Watch yourself. Hui, da kommt unser Fallschirm. Yeah, der Nachschub ist da, Freunde. Sehr schön. Ja, das war sehr effektiv. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir wieder Munition, oder? Müssten wir eigentlich. Ja. Ah, so kann ich schneller Waffen wechseln. Sehr gut. Na gut, mit neuer Munition machen wir uns jetzt hier auf den Weg ins Lager. Und diesmal kriegen wir das auf jeden Fall gebacken. Ich wette drauf. Das muss ja zu schaffen sein. Wir können uns wieder diesen Typen da schnappen. Das dürfte kein Problem sein, weil hier keiner ist. Es ist aber schön, dass wir die Feinde alle markiert haben. Sehr angenehm, sehr angenehm. Tja, da warst du ein bisschen zu langsam, ne? Talk. Great. I've updated the info on your iDroid. Take a look. I hope he's all right. Ja, es geht ihm bestimmt gut. Ah, es dürfte alles kein Problem sein. Der ist bestimmt in einem Top-Zustand. Hoffentlich zumindest. Ja dann, mach's gut, mein Freund. Diesen Kassettenspieler ist aber nichts, ne? Nee. Kann ich nur hoch. Okay, da sind echt viele, aber vielleicht können wir sie auch einfach umgehen. Wenn wir hier lang gehen, nämlich. Einfach mal an der Seite entlang. Die tauschen jetzt sowieso die Wachen aus. Sollte mal nachladen. So. Kann ich hier auch noch nachladen? Ja gut, einen Schuss. War jetzt nicht unbedingt nötig, aber es ist gemacht. Kann sich niemand beschweren. In der letzten Folge haben wir ja noch einen Bären gerettet. Das war schon witzig, wie der da an dem Bein hing einfach. Das ist ein armer Bär. Aber cool. Also wenn wir irgendwann einen Zoo haben, haben wir auch einen Bären. Das finde ich ganz schön cool. Das heißt also, wir können echt alle Tiere wahrscheinlich hier rausholen. Finde ich witzig. So, Frage. Wie kommen wir da rein? Und das ohne größere Probleme. Ohne Aufsehen zu erregen. Das wird nicht leicht. Hui, da vorne ist ja noch einer. Aber die sollten uns eigentlich alle nicht kümmern, wenn wir da reinkommen. Und zwar versuchen wir das vielleicht von da oben. Das könnte ja sogar klappen. Ich versuch's aber mit dem Karton. Es ist noch ein bisschen besser vielleicht. Ist aber nicht schon wieder ein Alarm, oder? Wir haben uns aber jetzt nicht gesehen. Ach so, es gibt Alarm wegen dem Sandsturm oder was? Jetzt haben sie mich natürlich gesehen. Aber im Sandsturm werden sie mich nicht kriegen. Die werden mich nicht kriegen. Weil sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, ich weiß auch nicht, wo sie sind.
Aber ich schnapp mir einfach wieder das Geschütz. Wir machen das jetzt einfach nochmal genau auf dieselbe Art. Weil es hat gut funktioniert. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber hey. Besser als gar nichts. So, das ist ziemlich gemein, wenn die da jetzt nichts sehen. Ich hab's ja markiert, für mich ist es kein Problem. Ich treffe sie aber nicht. Die da schießen auch wieder auf mich. Finde ich nicht nett von euch, Leute. Finde ich nicht nett. Weg mit dir. Und auch weg mit dir da. Komm schon, triff Snake. Triff. Triff den Typen. Sehr gut. Jetzt wieder zurück, denn da... Wow, da sind aber ganz schön viele. Jetzt habe ich was in die Luft gejagt. Sorry. War vielleicht nicht unbedingt meine Absicht, aber hey. Was funktioniert, das funktioniert. Da kommt noch einer hoch. Soll er nur. Das hilft dir nicht, das hilft dir nicht. Die Verstärkung wäre jetzt nicht so toll. Aha, sie haben keine Möglichkeit zur Verstärkung. Das ist gut, wenn sie keine Möglichkeit haben, dann werden jetzt in nächster Zeit auch keine Leute hier vorbeikommen. Das hier wollte ich auch wieder mitnehmen. So. Nachladen. Wir haben auf jeden genug Munition, um uns hier durchzuballern. Sorry Leute, aber das mache ich jetzt so. Das geht einfach schneller, weil wir es halt schon versucht haben. Müssen wir das nicht nochmal alles hier probieren. Jetzt kann ich mich auch ein bisschen hier umgucken eigentlich noch. Weil hier gibt es ja vielleicht auch noch ein paar Sachen, ne? Naja, was haben wir denn da? Ja, tut das. Da bin ich schon nicht mehr. Bin schon weg. Aha. Nehmen wir mit. Sonst gibt es hier nichts in dieser Baracke. Nächste Baracke. Rein da. Eine Kassette. Yeah. A Phantom Pain. Cool. Lag hier nicht noch eine Kiste? Nee. Eine Kiste lag zwar schon da, aber die können wir nicht aufmachen. Deshalb bringt die uns nicht viel. Bauplan. Sehr schön. Da finden wir aber nette Sachen. Das ist vielleicht ganz gut, dass es in die Hose gegangen ist das letzte Mal. Weil wir haben uns einfach zu wenig umgeschaut. Sollen sie doch. Rohdiamantchen. Da haben wir voll. Hier haben wir aber noch was. So. Da kriege ich glaube ich nichts raus. Nee. Warte mal, in dieser... War ich jetzt in dieser Baracke hier schon? Ich glaube ja, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, doch, hier waren wir. Aber ich glaube, der da vorne, hier waren wir noch nicht drin. Kann das sein? Ja, hier oder? Haben wir hier die Kassette rausgeholt? Nee, die Kassette haben wir woanders rausgeholt. Jetzt ist er kaputt. Naja, ich konnte sie nicht nehmen, deshalb. Egal. Oh, guck mal hier. Ja, jetzt haben sie ein paar Probleme. Mit denen sie sich herumschlagen können, die Guten. Und wir drücken jetzt hier weiter vor. Boss,
Wie waren das letzte Mal so viele? Wo sind denn die alle hin? Gut, wenn keine da sind, wie aufrecht. Ich meine, hey, ist ja nicht mein Problem. Das ist ja umso leichter alles. Boah, gibt's hier vieles, ey. Ist ja Wahnsinn. Bloß nichts übersehen, alles mitnehmen. Ah, ich glaube, das war's, ne? Nee, doch nicht. Haben wir auch noch was? So, jetzt aber hier mal rein da. Aha, jetzt seid ihr plötzlich da, oder was? Wo denn? Plötzlich kommt die alle angekrochen. Boah, keine Ahnung, wo ihr jetzt wieder herkommt. Ausgeschaltet. Wir müssen einfach so schnell wie möglich den Typen hier rausholen. Verschwinde jetzt da oben raus. Fertig. Die Horst, wir brauchen dich. Kannst du hierher kommen? Und zwar schnellstmöglich. Sehr gut, da bist du ja. Rauf mit dir, mein Freund. Und raus hier. Das war jetzt vielleicht wieder keine schöne Lösung. Aber wir haben den Typ, den Techniker. Und das ist das Wichtigste. Wie? Das spielt ja auch keine Rolle. Okay, kommen wir da runter. Ja, da kommen wir. Oh! Nein! Nein! Wir sind tatsächlich durch das gestorben. Sag jetzt nicht, wir müssen alles nochmal neu machen. Ich glaube das nicht. Wir sterben durch diesen Sturz. Nein, bitte nicht. Oh Gott, wir dürfen nochmal von vorne anfangen. Und wir haben den Bären nicht mehr. Nein, nein, nein. Ach, das ist ja so eine Kacke, ne? Okay, jetzt rush ich echt durch, weil jetzt habe ich selbst keinen Bock mehr. Aber ich will den Bären natürlich wieder. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas bringt, wenn wir mehr auf den schießen, der dann schneller einpennt. Oh, wir sind fast tot. Okay, der Bär hat uns getötet. Scheiße, es läuft gerade gar nicht gut, Mann. Wenn Sie die Hühnerhaube benutzen, werden Feinde Sie nicht entdecken, selbst wenn Sie Ihr Blickfeld betreten. Bis zu dreimal, allerdings wird Ihr Rang beim Missionsabschluss dadurch auf maximal A beschränkt. Die Hühnerhaube kann in der Option im Pausenmenü... Ach so. Ja, mache ich jetzt nicht, aber das können wir mal ausprobieren. Das vereinfacht den Schwierigkeitsgrad, aber ich meine, ja. Diese zwei Tode, die waren jetzt einfach nur Pech. Boah, ich will den Bären, aber jetzt habe ich keine Munition mehr. Kacke! Nachschub! Wir brauchen Nachschub! So lange muss ich von dem Bär abhauen. Supplies requested. Oh je, der Bär kommt, der Bär kommt, der Bär. Er kommt. Wash Sand is a major outpost that links this region together. Check the location on your iDroid. Bleib schön dahin, Bär, bleib schön dahin. Bis mein Nachschub da ist. Supply drop complete. Wenn der Bär jetzt dahin läuft und erschlagen wird, ne? Oh Alter, wenn das passieren würde. Wo ist denn mein Nachschub? Kann der kommen?
Ganz knapp nicht. Ganz knapp, mein Freund. Sowas von knapp. Mensch, hattest du Glück. Du kleiner Bär, du. Ich weiß halt echt nicht, wie viel das bringt. Oh, das war knapp. Alter Falter, was fällt dir ein? Immer mal wieder ein bisschen schießen hier. Dann klappt das vielleicht ja sogar nochmal. Ich hätte dich nämlich gerne in meiner Sammlung, Meister Pets. Meister Pets, komm mal ein bisschen runter. Du stehst mir zu nah an den Felsen. Hui! Komm schon, mein Freund. Schlaf ein. Das ist deine Bestimmung. Du willst auf die Mother Base. Ja. Das will er tatsächlich. Na, mein Freund. Jetzt aber. Schlaf dich ruhig ein bisschen aus. Auf der Mother Base. Kein Problem. So, wir müssen wieder darunter. Ihr wisst ja, ich habe gerade echt keinen Bock mehr, jetzt irgendwie großartig da durchzukommen. Deshalb... Scharfschützengewehr her. Dann holen wir uns die Typen einfach eine nach dem anderen. Alarm, Alarm, Alarm. Boah, ich krieg die nicht, ne? Schlimm. Jetzt erst recht nicht. Ja, wobei... Jetzt ist es ein bisschen sehr windig. Jetzt haben wir schlechte Karten. Ah, kriegt Kopfschuss. Sehr schön. Nachladen, Snake. Da sind noch einige Personen. Ja, aber das ist echt schwer so zu treffen. Wenn es so windet. Denn der da ist eh irgendwo hinten dran. Oh, jetzt kommen sie mit scharfen Geschützen hier. Keine gute Idee. Das war keine gute Idee, mit dem Scharfschützengewehr auf sie loszugehen. Sie wissen, wo ich bin. Deshalb haue ich jetzt ab. Mit dem Sandsturm habe ich noch eine kleine Chance. Bitte diesmal nicht sterben, Snake. Nicht sterben. Das wäre echt schön von dir. Ich bin dahin. Kuckuck. Oh ne, da kommt irgendeine Unterstützungseinheit. Sofort erledigen, Snake. Ja, was du nicht sagst. Dann ist die halt laut. Mir egal. So, der Typ ist erledigt. Und der auch. Das war schmerzhaft, aber es musste sein. Los, weiter. Boah, wenn die so weiterballern, ne? Dann haben wir echt ein riesiges Problem. Der fällt aber noch nicht um. Harter Bursche. Gibt hier drinnen denn noch was vielleicht? Ah, tatsächlich. Okay, okay. Wir könnten uns hier noch ein paar Dateien holen. Das werden wir auch tun, auf jeden Fall. Da liegt ja noch ein Rohdiamantchen rum. Guck mal einer an. Ja, redet ihr nur. Hier, Verstärkung, Verstärkung. Die kriegt ihr aber nicht. Ist vorbei. Aua. Diesmal halt ohne großes Geschütz. Ah, vielleicht können wir uns da vorbei mogeln. Oder auch nicht. Schieß, Snake, schieß.
Sehr gut, sehr gut. Er lebt ja immer noch. Gib doch endlich auf! Boah, sind die hartnäckig, ne? Jetzt aber schnell auf dieses Geschütz. Dann können wir einfach die da drüben leichter ausschalten. So, da kommt ja auch schon der erste. Was sind denn die ganzen Typen da hinten? Kommt her, kommt her. Jetzt muss ich euch da einzeln rausholen. Das dauert mir ehrlich gesagt zu lange. Genau, kommt doch einfach her. Rennt noch ein bisschen nach vorne. Da seid ihr ja. Hallöchen. Sehr schön, danke. Da kommt der nächste, da kommt der nächste. Und der letzte. Nein, da ist noch einer. Irgendwo. Sorry, guys. Aber was sein muss, muss sein. Das ist der Typ da drüben noch. Aber ich bitte dich, also wenn wir den nicht kriegen, dann sind wir echt schlecht. Da sind ja noch mehr! Der versteckt sich hinter dem anderen, ganz schön gemein. Wir sind auf jeden Fall gut geschützt. So, ganz weit unten läuft noch einer frei herum. Ja, ich weiß, dass ich ein Gebäude betreten habe, Mann. Ich war hier schon mal. Ich will mir natürlich wieder die ganze Kacke hier holen. Oh, ich weiß, das nervt gerade ein bisschen, dass ich so schlecht war hier. Tut mir auch leid. Das lief echt alles überhaupt nicht nach Plan. Aber so ist das manchmal. Okay, bei mir ist das ziemlich oft so, aber hey... Das kann man noch verschmerzen, oder? Lass mich nach Hause, ich hol dich gleich raus, Kumpel. Ich will nur noch das ganze Zeug hier rausholen. Das hätte ich alles gerne, nämlich. Da waren teilweise coole Sachen dabei. Zum Beispiel der Bauplan. Oh, den können wir richtig gut gebrauchen. Das lasse ich nicht zurück. So, das hätten wir. Jetzt noch hier drüben. Was gab es hier nochmal? Nix, nix. Ah ja, die Kassette. Guck, jetzt schleicht da schon wieder einer rum. Das ist wieder so eine Einheit. Hat ihm aber nicht viel gebracht. Hier rumzuschleichen. Hätte es lieber sein gelassen. Oder sein lassen. Das zerstöre ich wieder. Da haben die schon eher mal ein Problem hier mit den Alarmen und sich zu benachrichtigen und so. Das war sicher eine weise Entscheidung. So. Ich glaube, das war's, oder? Oder? Haben wir jedes Häuschen durchsucht? Okay, tut das ruhig. Was, der Alarm läuft immer noch. Was wollen denn die großartig machen? Die können doch nichts machen. Komm, hier Scharfschützengewehr. Mann, komm, wechsel doch. Tja, blöd gelaufen. Ja, such das Gebiet ruhig ab. Ich hoffe, der Alarm geht endlich mal aus. Ich möchte nämlich gerne die Information.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sollen sie es versuchen, solange der Großalarm aus ist. Sehr gut, sehr gut. Das läuft ja wie am Schnürchen. Dann wisst ihr was? Diesmal machen wir das Ganze ein bisschen anders. Vielleicht ahnt es der ein oder andere auch schon. Oh, da kommt ja schon wieder einer. Wo willst du denn hin, Kumpel? Nee, nee. Du kannst nicht fliehen. Tut mir leid. Aber das lasse ich nicht zu. Ihr könnt hier ruhig alles untersuchen, aber ich schnapp euch alle. Das ist ein bisschen gemein, ne? Also ich bin gerade ein bisschen hart drauf, würde ich meinen. Schön, das Zeug sollten wir auch noch mitnehmen. Ich bin so wie Liam Neeson oder so, der jetzt einfach alles tötet. Oder John Wick. Ich mach euch alle kalt und schnapp jetzt den Truck. Damit fahren wir jetzt rein. Schnappen uns den Techniker, setzen ihn auf den Beifahrersitz und dann hauen wir einfach mit diesem Gefährtchen ab. Ist vielleicht ein bisschen sicherer als mit dem Pferd. Kann ich zwar immer noch vom Klippen stürzen, aber ja. Gut, immerhin, ja, ich habe die Lektion gelernt. Ich weiß jetzt, dass das nicht funktioniert. Und ich nicht einfach so von der Klippe reiten kann mit dem Pferd. Das Pferd überlebt, der Techniker überlebt, ich aber nicht. Der tolle, starke Big Boss überlebt die Scheiße nicht. Naja, so ist eben das Leben. Big Boss kann nicht alles aushalten. So, da sind wir auch schon. Wir kommen! Ah, guck, da liegt ja noch was drin. Ach ja, die Kassette, genau. Stimmt, da war ja auch noch eine. Ich helfe dir ja. So, rein mit dir, mach es dir gemütlich. Und jetzt verschwinden wir aber hier. Und zwar schnellstmöglich. Und bitte ein bisschen auf einem sicheren Weg, Snake. Ich will jetzt nicht wieder umkommen, ne? Also schön vorsichtig, mein Freund. Schön vorsichtig. Wir gehen links lang. Ja, es funktioniert prima. Die Fahrzeugsteuerung ist doch nicht ganz das Wahre. Die Fahrzeuge, die schlittern schon ein bisschen rum. Muss man sagen. Aber jetzt geht's raus hier. Und zwar auf einem gemütlichen Pferdchen. Da ist wieder ein Schaf. Und Schafen haben wir schon ein paar. Oh, da ist eine Wache. Vielleicht gehe ich dann doch irgendwo anders lang. Ich hab das nicht getan. Der ist mir vor den Wagen gesprungen. Ihr habt das genau gesehen, ne? Ich bin hier nicht schuld. So, wisst ihr was? Wir machen das nämlich jetzt. Hilfe! Nein! Nicht den Wagen drehen! Wir machen das nämlich mittels eines Hubschraubers. Please select a landing zone. Hier. Die ist ja direkt bei mir. Dann wird der Techniker ein bisschen gemütlich abgeholt, sag ich mal. Und wir können da gemütlich hindüsen. Das ist ja hinter uns. Halten Sie aus, mein Freund, halten Sie aus. Sie haben es fast schon geschafft. Da oben ist es ja gleich. Seht ihr, das war jetzt keine so schwere Geburt. Ihr braucht schon eine Hühnerhaube. Aber die probieren wir auch noch in einer der nächsten Folgen aus. Auf jeden Fall. Schauen wir mal an, da ist ja noch
Lungen-Enzian, oder? Ja, tatsächlich. Nehmen wir mit. So, jetzt müsste nur noch der Helikopter kommen. Du kommst auch mit. Sie sind bald in Sicherheit. Бионическая рука. В свою жизнь я создал тысячи таких конечностей. Das hast du toll gemacht, mein Freund. Они использовались просто так, как для меня. This is Pequod. On station at LZ. Вот твоя дарность. Tja. Aber ich weiß dich zu schätzen, mein Freund. Und jetzt raus hier! Ja, ich denke, da wird uns niemand verfolgen. Wir haben eh alles da hinten zerlegt. Sehr gut. Diesmal haben wir es geschafft. Hat ja irgendwann doch noch funktioniert. Huiui, jetzt haben wir aber viel hier, sehr viel. Guck dir das mal an. Yeah. Immer noch ein B. Feindlicher Alarm mit 2, das gibt schon ziemlich Minus, aber nur 11 eingesteckte Treffer. Eine Genauigkeit von 31,16%, das ist doch ganz nett. Neutralisiert 25, Markierung 8, ja. War ja gar nicht mal so schlimm. Alter, wir haben schon fast 10 Stunden gespielt und wir haben einfach nichts erreicht, immer noch nicht. Immer noch nichts erreicht, das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Heroismus gestiegen. So muss das, ja, wir wissen's. The engineer we rescued has been extremely cooperative. The guys on the R&D team are glad to have him aboard. Thing is, his specialty isn't mechanics, but something called bionics, engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. If you're interested, go ahead and give the development order. Oh ja, das klingt sehr interessant. So, wieder einige Kassetten. Basisentwicklungseinheit wurde gegründet. Aha. Our army is growing like crazy thanks to you, boss. In fact, it's getting downright crowded around here. To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. To that end, I've created a base development unit. It has two roles, material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Genau das wollte ich hören. Sehr gut, dann können wir jetzt vielleicht so eine Zoo-Plattform bauen. Sie können jetzt zusätzliche Plattformen bauen. Sie können jetzt Armprothesen entwickeln. Yeah. Coole Sache. Extrahiert. Spying Harrier. Bionik-Spezialist. Freiwilliger. Das sind alles ein bisschen Unruhestifter, ne? Unhygienisch. Und extrahiert haben wir hier auch noch ein paar. Hungry Mammoth. Ach man, diese Namen. Golden Wasp. Oder Wasp. Sehr schön, sehr schön. Grizzly Bear. Crawling Hawk. Okay. Sind wieder einige dazugekommen. Ja, da wird es wirklich ein bisschen eng langsam auf der Mother Base. Ich glaube, in der heutigen Folge gucken wir uns noch kurz an, ob wir so eine Plattform bauen können. Und dann war es das auch schon. Boss, we received a back-channel request from Langley. We're to find a piece of new American military hardware that's gone missing in the mountains of Afghanistan. It's a difficult mission, but I'd say you're back in top form by now. Check your iDroid for the details. Alles klar, aber
Aha, derzeit Münzen, aha. Von Gewässern zur Reduzierung von Entwicklungszeiten und zur Beschleunigung von Entsendungsmissionen eingesetzt werden. Okay, schön. Ich möchte aber eigentlich zurück auf die Mother Base. Wie kann ich das? Wie komme ich zurück? Wie komme ich zurück? Muss ich die hier draußen im Gewässer suchen oder was ist los? Nee, das kann ja nicht sein. Ah, hier, Kartenmodus. Boah, das ist ein Riesengebiet, Alter. Ein Riesengebiet. Aber ich will ja eigentlich nur zurück zur Mother Base. Warte mal, kann ich das nicht hier bestimmen? Zurück zur Mother Base, genau. Das wollte ich jetzt eigentlich. Das machen wir noch kurz in dieser Folge. Dann geht halt diese Folge sogar 40 Minuten. Meine Fresse aber auch. Das wird immer länger hier. Aber es ist halt Metal Gear Solid. Und da braucht es halt einfach Zeit. Und deshalb, wir erreichen einfach viel zu wenig in 20 Minuten oder 15 Minuten. Deshalb sind diese Folgen hier einfach länger. Es ist halt so. Und wir sind auch wieder zurück. Erstmal eine Dusche, glaube ich. Das wäre echt nicht verkehrt. Ach, guck mal an. Wie geht's dir, Kleiner? Snake. Sorry, sorry. Been away for a while. Don't be such a stranger. That's a bad example for the men. He gets lonely too. Ich versuch's. Didi, komm. Ja, ich komm bestimmt bald wieder, mein Freund. Diamond Dogs. Die Leute vermissen dich, Snake. Wir sollten echt nicht allzu lange wegbleiben. So, jetzt aber erstmal sauber machen. Rein mit dir. Du Schmutzfink, du. Ah, körperlich und geistig erfrischt. Sehr schön. Okay, wo können wir das machen? Kassetten, nein. Mother Base. Basiseinrichtung. Aha. Kommandoplattform, Entwicklungsplattform, Unterstützungsplattform. Eine Plattform, deren Ausstattung für die Basisentwicklungseinheit gedacht ist. Aha. Was können wir denn jetzt hier machen? Boah, wir können so viel, wir können so viel. Wir können hier... Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen richten, ich bin ein bisschen schief gesessen. Also wir können hier verschiedene Basen machen oder eine neue Kommandoplattform. Erhöht die maximale Kapazität. Eine Plattform, deren Ausstattung für das Entwicklungsteam gedacht ist. Diese entwickelt Waffen, Gegenstände und andere Ausrüstung. Ja, diese beschafft regelmäßig Material. Mit zunehmendem Personal und Einheitenstufe erhöht sich die Materialmenge. Okay. Diese unterstützt ihre Aktionen im Operationsgebiet durch Nachschubabwürfe und Artillerieangriffe. Aha. Okay, ich glaube, ich mache aber so eine Kommandoplattform nochmal, ne? Das müsste ja gehen. Commencing platform construction. So eine Unterstützungsplattform können wir auch noch machen. Dann machen wir das. Commencing platform construction. So, das dauert aber ziemlich lange, bis das gebaut ist. Ja, Freunde, das heißt, in dem Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und in 3, 4... Vielleicht, ja, nee, in 2, 3 Parts später werden wir dann die neuen Plattformen haben, wahrscheinlich. Und dann begutachten wir das Ganze mal. Ich bin schon sehr gespannt, ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao.